Schön, dass du da bist, lieber Fisch. Ich freue mich sehr bei dieser kollektiven Kartenlegung. Es geht um eine ganz bestimmte Verbindung, die ich mir für dich gerne anschaue. Welche Verbindung das ist, wird sie zeigen. Ich bin selber schon gespannt, lieber Fisch. Da. Und dann schaue ich so bis Ende November, Anfang Dezember 2023, was für Themen in dieser Verbindung sich aufzeigen, welche Energien, um was geht. Gell, lieber Fisch? Gut. Ich spreche aus der Sicht einer Frau, wenn du ein Mann bist, sei so gut und raste entsprechend um. Und der kollektive Legung ersetzt niemals eine persönliche Kartenlegung. Lieber Fisch. Gott. Welche Verbindung zeigt sich? Du kannst dann daran erkennen, ob du mit dabei bist. Bei dieser Legung, lieber Fischer. Welche Energie hat diese Verbindung? Worum geht's? Wie fühlst du dich jetzt genau in diesem Moment? Und dann geh in die Prognose, lieber Fisch. Wir schauen. So, lieber Fisch, diese Verbindung, die sie da zeigt, ist im Moment in folgender Energie. Ihr habt da gegenüberliegen, der Gefühle zu dir hat. Minimum Sympathie, Maximum Liebe. Da herrscht schon der Ritter der Kelche, wunderschön. Der aber aus irgendeinem Grund, vielleicht sehen wir da eben mehr in der Folgelegung jetzt, einfach Zweifel hat an was auch immer, ja, das schauen wir dann an. Aber es kann dann sein, dass du irgendwie so ein komisches Verhalten an ihm merkst, ja. Aber Emotionen sind definitiv da von ihm. Ja, aber wenn sich der Kopf einschaltet, zwei Schwerter, Schwert ist immer der Kopf, der Verstand, dann, ja, dann ist er manchmal ein bisschen abgeschnitten von seinen Gefühlen. Es ist so, dass das mit dieser Verbindung so ein bisschen auf und ab ist, mit den zwei der Münzen, lieber Fisch, so hin und her, und es braucht wirklich seine Zeit, dass es rausbringt, ja, die Mäßigkeit. Wieder liegt der gegenüber, der so in ganz kleinen Schritten, wo da als Herrscher liegt, ja, da liegt das Page, der Stäbe. Ja, ich sag mal so, fast schon ein bisschen oberflächlich. Manchmal. Auf dich zukommt, ja. Lass dich aber nicht täuschen, ja. Gut. Es ist gerade eine Situation, lieber Fisch, wo eben sie so diverse Schwankungen und Hemmnisse
gerade bereinigen. Also es wird gerade zwischen euch es fließt besser, ja, zwischen euch. Und es ist so eine Energie, dass die Verbindung Zukunft hat. Ja, der Stern liegt. Gut. Wenn du die da wieder findest, dann bleib gern dran. Was darfst du noch wissen? Zu dieser Verbindung. Bis Ende November, Anfang Dezember 2023. Welche Energien kommen auf dich zu? Danke übrigens für dein Like, fürs Teilen von meinem Kanal und für dein Abo. Sehr schön. Gefällt mir sehr gut, lieber Fisch. Gut. Okay. Lieber Fisch, ich habe da auch die Energie von jemandem aus der Vergangenheit liegen oder mit dem du Vergangenheit geteilt hast. Längere Vergangenheit, da liegt der Ex. Und aber eine neue Chance. Ja, da geht was Altes, also da schließt sich was Altes ab und eine neue Chance kommt in Sachen Liebe und das ist geführt. Sei dir bewusst, lieber Fisch, dass es sein kann, dass dieser Ex-Partner, König des Schwertes, oft Ex-Partner, dich beobachtet. Oder herausfinden möchte, wer er nicht weiß, wer nicht greifen kann, was du jetzt machst, wer irgendwie spürt, wie soll ich das jetzt, dass da was im Geheimen ist. Vielleicht sagst du ja. Der kann mich eh beobachten oder über Freunde was herausfinden wollen, über soziale Netzwerke. Also wisse einfach, du wirst beobachtet von ihm, ja? Der Page der Schwerter. Okay? Nur das sollst du wissen. Weiters ist es so im November, eben, dass da wirklich dieses Alte, vielleicht ist es auch dieser Mann, der schon bereits als Ex erscheint, das stirbt. Der Tod, ja, und diese neue Chance, Ass der Kelche, liegt schon da. Eine wunderbare neue Chance in Sachen Liebe, die geführt ist. Und du weißt genau, was du möchtest. Du liegst als Herrscherin, lieber Fisch. Es ist so, dass eine Chance in Sachen Liebe. Das ist ganz interessant. Die ist oder die wirkt stagniert. Okay? Und das verändert sie aber in dieser
in diesem Zeitraum, ja. Das kommt in Fluss. Also diese Stagnation, das hat sich schon in der vorherigen Legung gezeigt, das kommt ins Fließen, das verändert sich. Also das kommt von diesem Stillstand oder was ist das, man hat eine neue Chance, aber es geht nicht so recht voran. Das verändert sich mit den sechs der Schwertern. Und nur dazu mit den drei der Münzen, da baut sie wirklich was Schönes auf in Sachen Liebe. Ich ziehe jetzt noch, lieber Fisch, einen spirituellen Impuls für dich, für genau diese Verbindung, die sie am Anfang gezeigt hat. Und dann geh in der Fortsetzung in die Tiefe und schau mal dieses Gegenüber, diesen Mann genauer an. Link findest du wie immer in der Infobox. Gell? Welchen spirituellen Impuls darfst du empfangen jetzt, lieber Fisch? Dein Gegenüber erscheint. Er macht sich sehr, sehr viel Gedanken. Kopfkino. Der spirituelle Impuls, lieber Fisch, ist, der Faktor Zeit ist für dich überfordernd. Ja, dass die Dinge Zeit brauchen. Ja, du liegst da als Königin der Schwerter mit den 10 der Stäben. Die Mäßigkeit zeigt einfach hin, dass die Dinge Zeit brauchen. Das ist überfordernd für dich. Was ist der Impuls? Ich sage das an zwei Männer. Der eine macht sich die Urgedanken. Jetzt muss ich das dann mal auseinander dividieren. Aha. Der sich viel Gedanken macht, ist der Ex. Der ist jetzt zuerst schon erschienen. Der sich einen irrsinnigen Kopf macht, um was auch immer. Ja? Ich schaue mal alles, wie gesagt, ich schaue mal, was in der Fortsetzung dann sie dann noch zeigen mag. Und der andere, der ist ein bisschen feig, der hat Potenzial wirklich auf eine dauerhafte Partnerschaft. Aber feig ist er. Der König der Münzen mit den 10 der Münzen. Und du, lieber Fisch, darfst darauf achten, oder du mein, es zeigt sich alles mit der Zeit, okay? Achte auf den Zeitfaktor. Wirklich geschmeidig, Zeit lassen, Mäßigkeit, in der inneren Mitte bleiben. Und da mit dem Verstand dran gehen, das Lenken. Weil ansonsten kann es sein, dass du schnell überfordert bist und vor allem aus deiner Mitte heraus bist. Lieber Fisch. So, das ist jetzt ein langes Orakel geworden. Aber ich kann es nie so genau sagen. Lieber Fisch, ich gehe jetzt in die Fortsetzung. Vielleicht sehen wir uns ja da. Es darf mich freuen. Ansonsten darf ich mich an dieser Stelle verabschieden. Ich wünsche dir nur das Allerbeste. Pass gut auf dich auf und viel Segen für dich, Stella.